Ja, dann darf ich ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz begrüßen bei uns im Zentrum am Berg. Man spürt ja schon richtig die Innovationskraft, die da entsteht, vor allem aber auch den großen Beitrag zur Sicherheit der Steirerinnen und Steirer und in der Welt. Sie wissen ja, ich habe gemeinsam mit diesem gesamten Sicherheitsteam das Ziel, dass wir die Steiermark zum sichersten Bundesland machen, dass wir die besten Ideen der Welt in Sicherheitsfragen in die Steiermark bringen, dass wir aber vor allem auch mit unseren steirischen Universitäten, insbesondere mit der Montanuniversität, mit dem Tunnelforschungszentrum, auch unser Wissen in die Welt exportieren, ob das die New Yorker U-Bahnen sind oder Bergwerke in der ganzen Welt, Einsatzorganisationen, ob freiwillig oder hauptberuflich. Hier in der Steiermark kann man im Tunnel die Dinge üben. Wenn es Gefahren gibt, Gefahrenlagen, dann kann man hier im Tunnelforschungszentrum die Gefahrenlagen simulieren. Wenn Sie sich das anschauen, da diesen Tunnel, der Tunnel wird am Ende des Tages brennen. Man kann hier in Echtzeit praktisch üben, aber natürlich wird da die entsprechende Sicherheitstechnik konzipiert werden, dass man im Notfall auch rasch wieder abschalten kann, weil die Sicherheit der Einsatzkräfte natürlich mit im Vordergrund steht. Der Anlass, warum wir heute da beieinander sind, ist die große Gruppenrettungsübung. Sie wissen ja, wir wollen Eisenerz, wir wollen das Zentrum am Berg, wir wollen die Steiermark insgesamt als Sicherheits- und Katastrophenschutzzentrum mit weltweiter Ausstrahlung positionieren. Daher sind diese internationalen Übungen natürlich auch besonders wichtig, weil aus allen Teilen Europas die Einsatzkräfte, die Gruppenretter zusammenkommen und hier üben. Das Besondere und wirklich Einzigartige ist natürlich das Zentrum am Berg, dass man hier unmittelbar im Erzberg üben kann. Um das Ganze aber dann auch wirklich optimal zu gestalten und für Großereignisse, für internationale Katastrophen beübbar zu machen, haben wir einerseits noch das Übungs- und Trainingszentrum des Roten Kreuzes, das weiter ausgebaut und intensiviert wird. Und wir haben auch gemeinsam vereinbart, dass aus dem ehemaligen Krankenhaus in Eisenerz ein modernes Übungsspital, ein Trainingsspital errichtet wird, weil das ist wirklich etwas, was es europaweit und weltweit eigentlich nirgends gibt, dass man alle Einsatzorganisationen zusammenholen kann, dass man gemeinsam üben kann, dass man einerseits den Berg hat, andererseits dann aber auch Kapazitäten mit beispielsweise dem Übungsspital in Eisenerz. Ich möchte all unseren Partnern, dem Zentrum am Berg, der Universität, der VA Erzberg, ganz besonders danken, dass da alle an einem Strang ziehen. An solchen Projekten braucht es natürlich viel Know-how, viel Investment, natürlich auch dem Forschungsministerium, allen Finanzierungspartnern ein großes Dankeschön. Das, was wir jetzt präsentieren, sind ja dann die Übungen, die man aufsetzt. Im Zentrum steht aber natürlich die Forschung, die Entwicklung, gerade im montanistischen Bereich. Wie gesagt, das ist der Startpunkt. Wir werden eine weitere ganz große internationale Katastrophenschutzübung im September haben. Und parallel zu dieser Pressekonferenz tagt bereits die UNO gemeinsam mit einer Katastrophenschutzrunde aus dem Nahen Osten. Da geht es auch um die Diplomatie, die sich durch den Katastrophenschutz ergibt. Da sollen die nationalen Interessen hintangestellt werden. Da geht es ums Zusammenspiel und auch dabei können wir im Katastrophenschutz als Steiermark einen großen Beitrag leisten.
Wir werden auch unsere Gespräche mit der UNO in Genf noch im Juni massiv intensivieren, weil es natürlich Ziel bleibt, Eisenerz auch zur UNO-Außenstelle zu machen. In diesem Sinne danke, dass so viel gekommen sind. Und jetzt kommen die Profis, was die Expertise und weiß ich nicht, der Herr des Tunnels, kann man so sagen, wenn nicht der Herr der Ringe, der Professor Galler. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Zentrum am Berg. Sie sehen, wir sind schon ein Stück in den Berg vorgedrungen. Wir sind hier am kürzesten Ast des Zentrums am Berg mit der Pressekonferenz gelandet, weil wir wissen, der Herr Landeshauptmann Stellvertreter hat einen engen Terminplan, wir könnten noch weiter in den Berg vordringen. Die Nebenröhre ist bereits 400 Meter lang und dann geht es nochmal zweimal 400 Meter mit dem Autobahntunnel hinaus. Der Autobahntunnel ist auch schon ausgebaut und wie schon erwähnt worden ist, unser großes Ziel ist natürlich, hier Echtbrandversuche zu machen. Wir werden morgen für die Grubenwehr eine kleine Vorführung eines Dieselbrandes, Diesel-Benzin-Brandgemisches durchführen, so wie es im Tunnelsicherheitsgesetz vorgesehen ist, mit 3 bis 4 Megawatt. Aber wenn es halt wirklich brennt, dann haben wir halt doch 25 Megawatt oder wenn der Bus brennt, 150 Megawatt. Und Sie können sich vorstellen, dass das dann irgendwo doch eine ganz andere Brandlast ist, als wie im Gesetz jetzt einmal so angedacht ist zum Üben. Aber wir könnten das nicht in einem Realtunnel üben, wie dem Plabutsch beispielsweise, weil dann würde die Bevölkerung uns fragen, ob wir durchgedreht sind, weil dann müssten wir ein halbes Jahr wieder sanieren. So können wir aber hier heroben, hier werden wir Vorsehungen machen, hier wirklich Vollbrände durchführen zu können. Und wie auch schon erwähnt, ist unser großes Ziel, ist hier eine Übungsanlage so zu kreieren, dass ich auch gezielt wieder den Brand ausschalten kann. Und zwar sowohl hier im Eisenbahntunnel als auch im Straßentunnel. Dazu werden also in nächster Zukunft ja auch die Schienen eingebaut, die liegen schon unten am Bahnhof am Erzberg, also im Juni ungefähr ist hier Schienen einbaut. Und wie gesagt, ab September ist die ganze elektrotechnische Ausstattung geplant und wird auch so durchgeführt werden. Die Ventilatoren haben wir zum Großteil von der Asfinag schon übergeben bekommen von Tunnelprojekten, die gerade aufgerüstet werden. Die Ventilatoren sind voll sozusagen betriebsfähig und werden hier überall eingebaut, sodass wir auch echte Strömungsverhältnisse hier nachsimulieren können. Besuchen Sie uns oft sozusagen, wir haben regelmäßig Übungen. Wer mal bei einer Echtbrandübung dabei sein möchte, bitte uns zu kontaktieren. Und ja, jetzt darf ich weitergeben, vielleicht an den Herrn der Grubenwehr-Übung. Vielleicht mag der Herr Heilmeier was dazu sagen. Es freut uns natürlich, dass diese Grubenwehr-Übung heuer mal in unserem Zentrum am Berg stattfindet. Wir werden morgen diesen Zustand sozusagen, dieses Ereignis üben. Und ab diesem Moment geht sozusagen die Einsatzleitung formal an den Landeshauptmann über, der das natürlich im Rahmen der Geschäftseinteilung und Verteilung in der Landesregierung, im Amt der Landesregierung, an den Leiter der Fachabteilung, in dem Fall an meine Person, delegieren wird. Und das heißt, wir werden morgen im Laufe des Tages erleben, dass das Land Steiermark, dass die Fachabteilung für Katastrophenschutz, dass ich in meiner Person die Einsatzleitung während dieser Übung übernehmen werden. Und ich hoffe und bin überzeugt davon, dass wir diese Übung erfolgreich zu Ende führen werden. Ja, das wäre es aus meiner Sicht. Der Herr der Montanisten. Ja, sehr gerne. Ich bin natürlich froh, dass wir alle diese Übungen hier durchführen können am Zentrum am Berg. Was wir brauchen, ist eine möglichst breite Basis für unsere Forschungsaktivitäten. Warum? Wir gehen ja hinaus. Wir sind für die Jugend und für den Nachwuchs zuständig auf der einen Seite und zum anderen natürlich für die Forschung. Und da kann man nicht genug Kompetenz hier im Hause haben aus verschiedenen Disziplinen, ob es der Tunnelbau selbst ist oder ob es der Katastrophenschutz ist, eine Katastrophenübung, wie auch immer. Wir entwickeln uns weiter. Wir sind ein Leuchtturm damit. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken auch für die Finanzierung durch das Land natürlich, aber auch für die Bundesministerien, denn sonst wäre das nicht gewesen, dass wir diesen Leuchtturm hier in der Steiermark errichten können. Wenn viele Männer da sind, braucht es noch eine Bauchfrau, damit das richtig gut funktioniert. Ja, es freut mich, dass ich auch hier ein paar Worte in diesem Stollen herinnen sprechen kann zu Ihnen. Als Bürgermeisterin bin ich natürlich überaus glücklich darüber, dass Eisenerz auserkoren wurde für all diese Techniken, die man hier jetzt am
Erzberg und in dem Fall am Zentrum am Berg errichtet hat. Ja, wir haben gehört, dass es noch keinen Abschluss gefunden hat, denn es geht weiter. Und ich glaube auch, mit den Jahren wird es nicht nur diese Tunnels geben, sondern die Montanuniversität und der Herr Professor Galler haben ja auch im Kopf noch viel, vieles darüber hinaus, was auch hier noch entstehen könnte. Als Bürgermeisterin von Eisenerz, habe ich heute schon bei der Begrüßung gesagt, müssen wir darauf trachten, auch unsere Bevölkerung mitzunehmen, sie immer wieder zu informieren, was hier denn auch alles passiert, aber nicht passiert in einem negativen Sinn, sondern in einem überaus positiven Kontext. Das heißt, es wird hier geübt, es wird hier alles erforscht werden können, was auch Leben rettet. Und in diesem Sinne darf ich herzlich Danke sagen und auch, dass Sie so zahlreich sich dafür interessieren. Ein Glück auf! Herzlichen Dank. Jetzt stehen wir gern für Fragen zur Verfügung. Eine Information vielleicht noch, weil es natürlich international auch wichtig ist. Wir stocken die Bettenkapazitäten in Eisenerz ganz massiv auf. Das Jufa-Hotel baut aus. Die Münichtal-Siedlung für mich wirklich ein Musterprojekt der Regionalentwicklung aus ehemaligen Wohnungen. Sind ganz tolle Apartments geworden. Bisher 600 Betten, die in Eisenerz entstanden sind. Gemeinsam mit den Investoren und Betreibern ist vereinbart, dass die Bettenkapazität auf 1000 aufgestockt werden soll, weil das natürlich auch wichtig ist. Wir wollen internationale Großübungen durchführen und dafür braucht es entsprechende qualitätsvolle Bettenkapazität. Wie viele Personen werden dann morgen in Summe im Einsatz sein, aus wie vielen Ländern? Wir rechnen mit ca. 170, 160 Teilnehmern aus drei Ländern, Österreich, Deutschland und Polen.